Im nächsten Moment stand Latias wieder im Zimmer. Genauer gesagt schwebte sie. Sie sah kurz zu mir und wirkte erleichtert. Du hast es geschafft. Gute Arbeit. Nun betrat auch Lord Ecke den Raum. Ich wusste, du schaffst es, Günther. Es hat also wirklich geklappt. Ich sah kurz zu, wie die beiden sich freuten, doch dann fielen mir viele wichtige Fragen ein, die ich hatte. Warum bist du überhaupt hier, Latias? Wie habt ihr mich gefunden und weshalb hat Nick Cross mal versucht, mich aus dem Weg zu räumen? Lord Ecke verstummte auf einmal. Latias begann. Gut, ich werde dir alles erzählen, was du wissen musst. Auf einmal rannte Lord Ecke aus dem Raum. Wenige Momente später kam er wieder und gab mir etwas zu essen. Erstmal hast du sicher Hunger, du warst wochenlang bewusstlos. Und dann begann Latias mir einiges zu erzählen. Also, zuerst einmal kommen wir dazu, wie wir dich gefunden haben. Ich bin ja wenige Tage, bevor du gekämpft hast, mit dir in Kontakt getreten. Du hast meine Gegend beschrieben und ich wusste genau, wo du warst. Dieser Wald wird der Seelenwald genannt und wird von vielen als mysteriös. Warte. Geil. Sorry, ich hatte zweimal dieselbe Blatt untereinander. Mysteriös angesehen. Dort geschehen manchmal seltsame Dinge und niemand weiß, woher er seinen Namen hat. Man erzählt sich nur, dass er eines Tages dem Auserwählten helfen würde, den Weltfrieden wiederherzustellen. Aber ich halte das an sich für eine komische Legende. Als ich dann schließlich wusste, wo du warst, habe ich Lord Ecke kontaktiert und ich unterbrach sie. Stimmt, das wollte ich auch noch fragen. Woher kennt ihr euch überhaupt? Du hast mir noch gesagt, du wüsstest überhaupt nichts Genaues über Latias oder ihren Standort, Lord Ecke. Er sah verlegen auf den Boden und begann etwas daher zu stottern. Es ist so. Ich denke, ich erkläre dir das besser. Also zuerst einmal bin ich ehrlich, Lord Ecke hat dich angelogen. Wir kennen uns inzwischen seit über einem Jahr und er wusste genau, wo ich mich befand. Er hat dir aber aus einem guten Grund nichts erzählt. Ich habe es ihm aufgetragen. Habe ich ihm aufgetragen, niemanden zu sagen, wo ich sei, außer er würde die Anweisung von mir bekommen. Jedoch habe ich es nicht geschafft, mit ihm in Kontakt zu treten, seit du in dieser Welt gelandet bist. Daher konnte er nicht wissen, ob du vielleicht ihn nur anlügen würdest, um herauszufinden, wo ich mich befand. Nick Rosmer hat überall seine Spione und sie suchen nach mir. Ich habe bereits alles gesehen. Was Lord Ecke und sein früherer Freund erlebt haben. Als ich bemerkte, dass er sich entschied, in diese Region zu reisen, entschloss ich mich kurzerhand, ihn bei seiner Ankunft an diesem Ort um Hilfe zu fragen. Kurz bevor er Silberdorf erreichte, kam ich im Wald auf ihn zu und bat ihn um Hilfe. Um das Licht der Welt zu retten, erklärte er sich einverstanden. Er ist inzwischen meine rechte Hand im Kampf gegen Nick Crossmar. Das sollte auch deine Frage erklären, weshalb ich hier bin. Ich wollte gerade Lord Ecke ansprechen, da fiel mir auf, dass er den Raum bereits verlassen hatte. Als ich Latias fragte, ob sie etwas mitgekriegt hatte, meinte sie nur, er sei schon direkt am Anfang ihrer letzten Erläuterung gegangen. Ich nahm mir vor, später noch mal einmal mit ihm zu sprechen, wenn sich ein Moment finden würde. Latias setzte ihre Erklärung fort. Und zu Nick Rosmer. Früher war er einmal ein normales Pokémon, das die Phänomene dieser Region untersuchte. Eines Tages schien er plötzlich verrückt geworden zu sein und begann plötzlich durch seine Kräfte und Erkenntnisse das gesamte Licht zu absorbieren. Das weißt du vermutlich alles schon. Ich habe erst im Guten versucht, mit ihm zu reden, doch er griff mich an und vertrieb mich aus seiner Basis. Bis zu diesem Zeitpunkt arbeiteten wir zusammen, aber jetzt muss ich ihn beseitigen. Und was dich angeht, Günther, ich habe dich von der Menschenwelt in diese Welt geholt, da ich dich kenne und weiß, was in deiner Vergangenheit schon alles geschehen ist. Ich habe deine Aura gespürt. Sie war eine braune Aura, was für Abenteuer
und Heldentaten steht. Du hast etwas in dir, von dem niemand etwas weiß. Aber ich weiß genau, du bist der Schlüssel im Kampf gegen die Dunkelheit. Nick Crossman muss von unserem Vorhaben erfahren haben, dich hierher zu holen. Und damit ist es natürlich sein Ziel, dich loszuwerden. Ich wusste endlich die Antworten auf alle Fragen, die ich mir gestellt hatte. Meine Mission war es, gegen Nick Crossman zu kämpfen. Und ich wollte dieses Ziel erfüllen, koste es, was es wolle. Bevor sie ging, fragte Latias mich noch kurz. Du hast deine Erinnerungen wieder, Günther. Als ich bejahte, bat sie mich. Günther, ich weiß, dass es hart für dich wird. Und bitte erzähl einfach Lord Ecke nichts von all dem. Aber warum soll ich das für ihn geheim halten? Vertrau mir. Ich weiß viel, das du nicht weißt. Es ist besser für uns alle. Du musst mir in diesem Fall vertrauen. Lange Zeit verstand ich nicht, weshalb. Doch heute ist es mir bewusst. Kapitel 9. Entführung. Die nächsten Tage verliefen alle gleich und waren langweilig. Ich konnte nichts tun, als tatenlos herumzuliegen. Latias schien spurlos verschwunden zu sein und Lord Ecke war die meiste Zeit auch weg. Manchmal kamen Floyd und Bisasam am Nachmittag vorbei. In der Zeit, in der ich mit ihnen gesprochen hatte, fand ich einiges über sie heraus, das ich vorher nicht wusste. Die beiden sind schon seit sehr vielen Jahren Freunde. Und man sieht die beiden eigentlich nie alleine in der Öffentlichkeit. Beide wohnten in Silberdorf und sind Nachbarn. Sie kennen Lord Ecke seit dem Tag, an dem er in dieser Region ankam, wie er es mir selber schon erzählt hatte. An sich verstehen sich alle drei sehr gut, aber als Lord Ecke gerade nicht im Raum war, erzählten sie mir, dass er manchmal tagelang spurlos verschwindet. Wenn sie ihn danach fragten, tue er immer nur so, als wäre er die ganze Zeit da gewesen. Er weigert sich anscheinend darüber zu reden. Im Moment fällt mir auch auf, dass die Tage deutlich kürzer werden. Es ist wie Lord Ecke es mir erzählt hatte. Die Dunkelheit wird mehr und mehr, bis irgendwann. Nach etwa 2 Wochen war ich wieder fit. Wir machten zu viert aus, dass wir uns alle zusammen mittags am großen Hügel neben dem Spiegelsee treffen würden, um unser weiteres Vorgehen gegen Nick Crossman zu planen. Lord Ecke schaffte es, Latias telepathisch zu erreichen, da sie ihn kontaktierte, sodass sie dort zu uns stoßen würde, auch wenn sie mit Verspätung ankommen würde. Später an diesem Tag machten Lord Ecke und ich uns also auf zu diesem Hügel. Als wir dort ankamen, waren wir die Ersten. 10 Minuten nach dem vereinbarten Termin wurde Lord Ecke ziemlich unruhig. Wo bleiben denn Frank und dieser Samen? Die beiden sind in der gesamten Zeit, in der ich sie kenne, bisher immer pünktlich gewesen. Ich versuchte mehrfach, ihn zu überzeugen, dass sie sicher gleich kommen würden. Doch als sie eine halbe Stunde zu spät waren und wir immer noch keine Spur von ihnen hatten, wurde ich auch nervös und wir entschieden, uns zu ihren Häusern aufzubrechen. Als wir dort ankamen, verschlug uns den Atem, was wir sahen. Die Türen waren offen, die Fenster waren eingeschlagen und innen war alles verwüstet. Zwischen den Trümmern entdeckte ich einen Zettel. Ich las ihn vor, Klammer auf, weil Lord Ecke nicht lesen kann, Klammer zu. Sorry, musste sein, habe ich hingeschrieben. Wenn ihr eure Freunde lebend wiedersehen wollt, liefert mir den Menschen aus. Ihr habt 1 Woche, um ihn zu meiner Festung auf den Mond zu bringen. Unterzeichnet war er überraschenderweise mit Nick Crossman. Lord Ecke sah mich geschockt an. Und was machen wir jetzt? Plötzlich erklang eine bekannte Stimme im Türrahmen. Das einzig Sinnvolle. Wir dürfen das Risiko nicht eingehen, dass Günther in Nick Crossmas Hände fällt. In diesem Fall müssen wir Opfer in Kauf nehmen. Latias schwebte im Türrahmen. Lord Ecke sah sie aggressiv an. Du glaubst doch hoffentlich nicht wirklich, dass ich nichts tun werde. Latias sah ihn mitleidig an, bevor sie sagte, mach du, was du willst. Aber lass Günther da raus. Und außerdem, was denkst du, wie du zum Mond kommen wirst?
hochfliegen? Darauf wusste er keine Antwort mehr. Er verließ einfach alleine das Haus und verschwand in Richtung des Quellwaldes. Ich wollte ihm folgen, aber Latias hielt mich an. Ich hoffe, du weißt selber, was das Beste ist, Günther. Ich vertraue in dich, dass du schlau genug bist, aber wenn nicht, werde ich euch aufhalten. Ich kann nicht riskieren, dass Necrozma die Welt in Dunkelheit stürzt, nur weil ihr zu leichtgläubig und naiv wart. Und glaub mir, versuch es und du wirst hoffen, es nie getan zu haben. Mit diesen Worten verschwand sie. Ich war etwas verwirrt und hatte Angst durch ihre Worte. Ich machte mich dennoch auf zu Lord Eckes Haus, um die Situation mit ihm zu besprechen, denn auch wenn ich es mich nicht getraut hatte, Latias ins Gesicht zu sagen, natürlich hatte er recht. Ich hätte ihr aber auch nicht zugetraut, einfach so kalt abzuverneinen. Wie ich bereits erwartet hatte, war Lord Ecke bereits in seinem Haus, als ich ankam. Als ich es betrat, fragte er mich sofort, Günther, du bist doch auch der Meinung, dass wir die beiden retten müssen, oder? Natürlich bin ich das, aber Latias hat in einem Punkt recht. Wie sollen wir auf den Mond kommen? Und was sollen wir denn dort machen? Außerdem, wenn es wirklich so ist, wie Latias sagte, dann darf ich Necrozma auf keinen Fall in die Hände fallen. Sehr gut, ich wusste es. Morgen brechen wir auf. Lord Ecke lachte, als er meinen verwirrten Gesichtsausdruck sah. Latias ist auch nicht allwissend. Etwa 3 Tagesreisen von hier, genau in der entgegengesetzten Richtung zum Seelenwald, liegt eine Höhle, die Mondsteingrotte heißt. Dort lebt ein Pokémon namens Cresselia. Dieses kann uns zum Mond bringen. So entschlossen wir zu zweit loszuziehen, ohne Latias zu informieren. Ich war aufgeregt, aber mir schwirrte ein Satz von Latias pausenlos im Kopf herum. Ich wusste nicht, was wirklich dahinter steckte, aber ich hörte die ganze Zeit diesen Satz in meinem Kopf. Glaub mir, versuche es und wirst hoffen, es nie getan zu haben. Ich wusste nicht, was Latias damit sagen wollte, aber wenn ich ehrlich bin, wollte ich es auch nicht herausfinden.